Für Pat McQuaid sollte der siebenmalige Tour de France-Sieger am besten tot sein. Lance Armstrong habe keinen Platz mehr im Radsport, sagte der Präsident des Weltradsportverbandes. Er solle aus den Geschichtsbüchern gestrichen werden. Alle Toursiege aberkannt und lebenslang gesperrt, soll Armstrong in der Vergessenheit verschwinden. Doch so einfach ist das nicht. Armstrong hat das Bild des Sports und einer ganzen Epoche geprägt. Sein Erfolg war der Erfolg eines chemischen Selbstversuchs und eines gedopten Leistungswillens. Seine Leistung erschwindelt und erkauft. Armstrong wird in die Geschichte eingehen als ein Sportler, der in seine Zeit passt. Eine Zeit, in der Leistung wie ein Götze verehrt wird. Eine Zeit, in der der Mensch allmächtig sein will, ohne Schwächen, ohne Krankheit und ohne Tod. Der Mensch als sich selbst erlösender Mensch, der erreicht, was er will. Die, die es nicht schaffen, die, die nichts leisten können, sind die Loser des Systems. Sie erscheinen wie ein Schandfleck in der Welt der Reichen und Erfolgreichen. Armstrong ist nur einer von vielen, die nicht nur im Sport, auch im Beruf oder anderswo ihren schönen Schein aufrechterhalten. Sie spielen die Gewinner, haben aber schon längst verloren. Mühsam halten sie sich mit Lügen und Betrug an der Spitze und sind doch schon ganz am Boden. Armstrong erinnert uns auch an unsere eigenen Grenzen und an die Tugend der Demut. Sie schützt davor, nicht jedes Mittel zum Zweck einzusetzen. Der demütige Mensch erkennt seine Abhängigkeiten von Gesundheit und Natur, von der Liebe anderer und vom Zufall und letztlich von unserem Schöpfer, der uns das Leben schenkt.